Jochen, wo steckt er nur wieder? Hallo Jochen, was willst du denn mit der Laterne? Erzähle ich dir später. Erst müssen wir das Begrüßungslied singen. Na gut. Ihr setzt bestimmt wieder eure Namen ein. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat Jochen. Lieb, Halleluja. Jesus hat uns alle lieb, Halleluja. Jesus hat uns alle lieb, Halleluja. Also, Jochen. Warum hast du die Laterne dabei? Ich hab so ein Lied gehört. Was für ein Lied? Weiß ich nicht mehr so genau. Schade. Aber du kennst es bestimmt. Man soll losgehen. Und dann heißt es, dein Licht kommt. Oder so ähnlich. Meinst du vielleicht das? Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt. Genau, das ist es. Ich wollte mich aufmachen und auch jemanden Licht bringen. Das ist eine gute Idee, anderen eine kleine Freude zu machen. Weißt du eigentlich, dass es vor langer Zeit in Italien ein Mädchen namens Lucia gab, die auch anderen Licht und Hoffnung gebracht hat? Lucia bedeutet die Leuchtende. Ich dachte, die kommt aus Schweden. Dort feiert man doch das Lucia-Fest. Das stimmt. Am 13. Dezember, dem Tag der heiligen Lucia, feiert man in Schweden. Aber die Legende geht auf ein Mädchen auf Sizilien zurück. Soll ich dir etwas davon erzählen? Ja, bitte. Aber können wir vorher das Lied nochmal singen? Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Ein Pochen an der Tür ist zu hören. Zwei dumpfe Schläge. Dann, nach einer kurzen Pause, ein weiterer Schlag. Lucia lauscht. Es ist schon spät in der Nacht. Es ist dunkel.
Sie hört, wie ihr Vater aufsteht und leise zur Tür geht. Dann spürt sie den kalten Nachtwind, der zu ihr auf ihre Strohmatratze weht. Fröstelnd zieht sie ihr Laken ein wenig höher. Leise hört sie ihren Vater sprechen. »Was ist passiert? Wo wollt ihr so spät in der Nacht hin?« Die Antwort kann Lucia leider nicht verstehen. Dann hört sie wieder ihren Vater. »Wartet, so lass ich euch nicht gehen. Ich hole Brot.« Lucia überlegt. »Brot? Wem gibt mein Vater mitten in der Nacht Brot? Und warum?« »Hier«, hört sie ihren Vater, »nehmt das Brot. Mehr haben wir leider gerade nicht hier.« Die Tür wird geschlossen. Lucia hört, wie sich ihr Vater wieder auf seinen Strohsack legt. Es dauert eine ganze Weile, bis sie wieder einschlafen kann. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist alles wie immer. Ihr Vater sitzt am Tisch, ihre Mutter steht am Herd und backt Fladen. Lucia überlegt, habe ich heute Nacht nur geträumt? Sie setzt sich zu ihrem Vater und mustert ihn. Der runzelt die Stirn. Guten Morgen, Lucia. Ist etwas komisch an mir? Warum schaust du mich so prüfend an? Ach, nicht so wichtig. Ich bin heute Nacht einmal aufgewacht und... Aber bestimmt habe ich nur geträumt. Was meinst du? Hat heute Nacht nicht jemand bei uns geklopft und du hast ihm Brot gegeben? Der Vater lächelt. Ja, du hast richtig gehört. Unsere Nachbarn müssen sich verstecken. Sie werden verfolgt. Und wenn man sie erwischt, dann wird man ihnen Böses tun. Aber warum denn? Was haben sie gemacht? Sie haben gar nichts gemacht. Sie sagen nur, dass Jesus Christus der wichtigste Mensch in ihrem Leben ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass sie danach handeln, was er gesagt hat. Sie kämpfen zum Beispiel nicht gegen andere Menschen. Sie sagen, das Wichtigste ist, dass die Menschen sich lieben. Das ist doch toll! Glaubst du auch an diesen Jesus? Ich weiß nicht. Es ist doch auch wichtig, dass man auf die Mächtigen hört, die dafür sorgen, dass es bei uns eben keinen Krieg gibt. Aber wenn alle Menschen sich lieben, dann würde es doch auch zu keinem Krieg mehr kommen, oder? Ach, Lucia, das ist wohl nur ein Traum. Und wo sind die Menschen von gestern Nacht hingegangen? Das weiß ich leider nicht. Aber wer hilft ihnen denn dann? Wer bringt ihnen Wasser und Brot? Auch das weiß ich nicht. Aber vielleicht hilft ihnen ja ihr Jesus. Wo lebt denn dieser Jesus? Jesus lebt schon lange nicht mehr. Der wurde in Jerusalem ans Kreuz geschlagen. Lucia schüttelt den Kopf. Aber dann kann ihnen Jesus doch gar nicht helfen. Wie soll das denn gehen? Der Vater zuckt die Schultern. Dann ist er weiter. Lucia runzelt die Stirn, fängt an zu grübeln. Nach einer Weile steht sie auf. Ich geh mal kurz an die frische Luft. Von hinten ruft ihre Mutter. Bleib aber nicht zu lange fort. Lucia geht einfach durch die engen Gassen. Immer wieder bleibt sie stehen. Sie weiß gar nicht, wohin sie will, aber sie muss etwas finden. Sie will herausbekommen, wo sich diese verfolgten Menschen versteckt haben könnten. Sie kommt zum Brunnen. Dort stehen zwei alte Frauen. Lucia hört, wie die eine sagt, »Schlimm ist das, wirklich. Überall diese Soldaten, die nach diesen Christen suchen. Dabei haben die doch nichts Böses getan.« Ja, du hast recht. Ich hoffe nur, dass sie in den Katakomben in Sicherheit sind. Lucia erschrickt. Sie schlägt die Hand vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien. In den Katakomben?
tief unter der Stadt, dunkle Gänge und die Gebeine der Toten. Kann das stimmen? Verstecken sich Menschen in den Katakomben, diesem gruseligen Ort? Lucia erschaudert bei diesem Gedanken. Aber eines weiß ich sicher, sie wird diesen Menschen helfen. Lucia geht weiter zum Bäcker. Dorthin kommt sie selten, denn die Mutter backt das Brot selber. Lucia weiß, dass der Bäcker sich gut in der Stadt auskennt. Sie wartet vor dem Laden, bis niemand mehr drin ist und geht hinein. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Der Bäcker lächelt Lucia an. Na, was darf's denn sein? Vielleicht ein Stück Butterkuchen? Nein, ich will gar nichts kaufen. Also, können Sie mir bitte sagen, wo der Eingang zu den Katakomben ist? Der Eingang zu den Katakomben? Warum willst du das denn wissen? Also, mein Vater, der soll sich dort mit jemandem treffen, aber er weiß nicht, wo das ist. Das ist ihm peinlich, deshalb soll ich für ihn fragen. Da lacht der Bäcker und erklärt Lucia, wo der Eingang draußen vor der Stadt zu finden ist. Als Lucia die Bäckerei verlässt, sind ihre Wangen heiß und ihr Herz klopft schnell. Da sieht sie, wie die Menschen, die auf dem Feld gearbeitet haben, zurück in die Stadt strömen. Es ist Mittagspause. Lucia weiß, dass sie jetzt schnell nach Hause sollte. In den nächsten Tagen ist Lucia wenig zu Hause. Ihre Mutter wundert sich. Was hast du denn zu tun? Ach, ich helfe einer Freundin. Das stimmt nicht ganz. Lucia flicht einen Kranz aus festen Seilen und Zweigen. Zwischen die Seile steckt sie Kerzen. Sie hofft, dass diese Kerzen ihr in den dunklen Katakomben Licht spenden und sie die Menschen, die sich versteckt haben, finden kann. Dann ist es soweit. In der Nacht schleicht sie sich mit einem schweren Sack aus dem Haus. Sie drückt sich in jede Mauernische, wartet, lauscht, huscht weiter. Der Sack gefüllt mit allem, was sie in der Vorratskammer gefunden hat. Äpfel, Nüsse, Datteln, Wurst, Brot, getrocknetes Fleisch und Schläuche mit frischem Wasser. Lucia fängt an zu schwitzen. Die Schweißtropfen laufen ihr die heißen Wangen hinab. Sie hört ihren Atem, der immer lauter wird. Endlich ist sie außerhalb der Stadt. Es ist genau so, wie der Bäcker es ihr beschrieben hat. Da ist auch das Gitter im Fels. Vorsichtig schiebt sie es auf. Ein schmaler Gang tut sich auf. Lucia zündet ihre Kerzen an, setzt sich den Kranz auf den Kopf und geht los. Immer tiefer führt der Gang ins Innere. Es wird von Schritt zu Schritt kühler. Lucia fröstelt. Plötzlich geht ein Gang nach links und einer nach rechts. Wohin soll sie gehen? Sie ruft: Hallo, ich bin Lucia. Ich möchte euch etwas zu essen bringen. Keine Antwort. Lucia wählt den linken Gang. Angst steigt in ihr hoch. Sie denkt, was wird, wenn ich mich hier in den Gängen verirre? Da fällt ihr ein Lied ein. Sie singt: Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Da, was ist das? Das ist doch, ja, da singt jemand mit. Lucia bleibt stehen. Der Gesang wird lauter. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht.
Und dann, mitten aus dem Dunkel, treten ein paar Menschen in ihren Lichtkegel. Sie lachen sich an. Lucia öffnet ihren Sack und verteilt, was sie mitgebracht hat. Eine Frau sagt, welch eine wunderbare Überraschung. Dich schickt Gott. Komm, lass uns zusammen feiern. Dann setzen sich alle in einem Kreis auf den Boden. Eine Frau nimmt das Brot. Sie betet. Guter Gott, hab Dank für das Brot, die Äpfel, die Nüsse und die Datteln. Danke, dass du dieses Mädchen geschickt hast, das uns versorgt. Wir wissen, du sorgst für uns, egal in welcher Not wir uns befinden. Amen. Mit diesen Worten teilt sie das Brot, gibt ein Stück ihrem Nachbarn. So geht das Brot von Mensch zu Mensch. Jeder bekommt ein Stück. Auch Lucia. Sie riecht daran. Langsam steckt sie es in den Mund. Langsam zerkaut sie es. Wie gut das schmeckt. Sie schaut in die Gesichter der anderen. Lucia empfindet einen tiefen Frieden. Tief atmet sie ein. Sie lächelt. So eine Gemeinschaft hat sie noch nie erlebt. Leise flüstert sie. Danke. Die Menschen genießen noch einen Augenblick die Stille. Dann bricht jemand das Schweigen. Komm, Mädchen, deine Kerzen sind bald ganz abgebrannt. Wir bringen dich zum Eingang zurück. Lucia steht auf. Schweigend gehen sie durch die Gänge. Dann spürt sie den kühlen, frischen Nachtwind. Lucia dreht sich um und schaut den Menschen nach, wie sie wieder ins Dunkel zurückkehren. Lucia aber geht mit leichten Schritten nach Hause, mit einem warmen Gefühl im Bauch. Kommt, wir singen das Lied noch mal zusammen, diesmal mit einer Lucia-Strophe. Mache dich auf und bringe Licht, mache es wie Lucia schlicht, bringe den Menschen heute ein Licht. Das nicht erlischt. Mache dich auf und bringe Licht, mache es wie Lucia schlicht, bringe den Menschen heute ein Licht, das nicht erlischt. Lasst uns zusammen beten. Großer Gott, am dritten Advent warten wir schon sehr auf Weihnachten. Wir freuen uns, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Er hat vielen Menschen ein helles und schönes Leben geschenkt. Und er kommt auch zu uns. Danke. Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass auch wir ein bisschen Licht in diese Welt bringen. Etwas Schönes. Eine kleine Freude, so wie es die Menschen tun, wenn sie das Lucia-Fest feiern. Amen. Anstatt einer Bastelidee habe ich heute eine Backidee für euch. Eigentlich wollte ich euch ein Original zeigen, aber das ist leider verschwunden. Wie wäre es, wenn ihr Lucekatter backt? Das ist ein Hefegebäck mit Safran, das in Schweden traditionell zum Lucia-Fest gebacken wird und das dann die Kinder ihren Eltern als Frühstück ans Bett bringen. Du meinst die, die ich vorhin aufgegessen habe? Ach, du warst das, Jochen, und ich wundere mich, wo meine Lucekatter hin sind. Entschuldigung. Aber die waren so lecker. Ein Rezept haben wir euch in den Kommentaren verlinkt. Wir wollen uns nun noch unter den Segen Gottes stellen. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt.
geht nun unter seinem Segen in die neue Woche. Amen.